Servus Leute, willkommen zurück zu Super Mario Origins 2. Ich mach das Level jetzt nochmal. Mach, komm. Danke. So, jetzt machen wir mal den normalen Ausgang. Keine Ahnung, ob das irgendwie relevant ist oder so. Oh, irgendwie habe ich jetzt total Bock drauf. Oh, das war mein Ventilator. Der hat so ein Licht dran. Also hier, mein kleiner Dings-Ventilator. Ihr wisst schon, der so laut ist. Der hat so ein kleines Licht, das ist manchmal grün, manchmal rot, keine Ahnung. Das Ding ist ja auch akkubetrieben, das kann ich auch abstecken. Also hier ist jetzt abgesteckt, aber dann ist er, ich glaube, leiser. Den kann ich jetzt in der Hand halten, kann ich hier überall durch die Gegend wehen. Okay. Ist schon praktisch, dass das Ding tragbar ist. Aber meistens habe ich ihn da drin stehen. Ja, ich habe irgendwie tot. Ah! Moment. Das muss ich jetzt mal testen. Wobei, dich sollte ich. So. Nur mal Test. Mit dem Joystick. Einmal kurz nach oben. Ja, ist. Moment, vielleicht hört man's. Ja, einmal kurz den Joystick drücken und schon fliegt man wie Sau. Was sollte ich jetzt? Achso, ich habe so Bock drauf, dass Coldy... Shit. Komme ich zurück? Nee, oder? Ja, toll. Ich glaube, ich wäre sowieso nicht zurückgekommen. Ich habe so Bock drauf, dass Coldy. Ich hoffe, ich kriege den Satz jetzt zu Ende. Dass er endlich Shantae Half Genie Hero macht. Oh, das wäre jetzt so geil. Und vor allem, ich will, dass Final es auch macht. Mann, ich will noch so viel bei Final sehen. Ich will, dass er Danganronpa V3 macht. Ich will, dass er Shantae Half Genie Hero macht. Ich will, dass er Shantae and the Pirates Curse macht. Ich will, dass er Shantae and the Seven Sirens macht. Ich will bei ihm, ja, Donkey Kong Country Returns oder... Ne, wobei Returns ist für Wii. Aber hier Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ich glaube, das hat er. Jetzt warte ich hier. Dann... Dingens hier, ja. Tales of Vesperia auf jeden Fall. Oh, das wird ein Gaumenschmaus. Ich will beim Hollow Knight sehen. Ich will beim Shovel Knight sehen. Oh, wow. Ich bin so geil auf so viele Spiele, die er machen kann oder könnte. Oh, das wird der reinste Orgasmus, wenn er das dann alles macht. Ah, da freue ich mich jetzt schon drauf. Komm, komm. Ahahaha. Wobei, wenn ihr, bis ihr das hier seht, weil wir haben aktuell ja immer noch August, aber ihr seht das hier, ich glaube, oh, jetzt weiß ich das Datum nicht mehr, 16. Dezember. Ich weiß, es ist auf jeden Fall im Dezember, aber wann jetzt genau, weiß ich nicht mehr. So, diesmal nicht da durchfliegen. Einfach weiter. So. Die Musik könnte theoretisch auch aus Terranigma sein, aber ich glaube, sie ist aber ich glaube, sie ist aus Zelda Link to the Past. Warum auch immer so viele Lieder von dem Spiel genommen werden, kapiere ich nicht, weil so geil ist das Spiel jetzt auch nicht, aber okay. Ist ja Geschmackssache, das habe ich ja schon mal gesagt. Ah! Wer welches Spiel mag, das ist ja individuell. Dachte ich mir. Ah, Mittelpunkt. Oh. Mach, mach, mach! Hammer! Achso, ich habe das Feuer nicht gesehen. Du Dummbatz! Wobei, ich kann keinen Spinjump, oder? Und so hoch kann ich nicht. Hm.
Okay, was soll's. So. Ja, ich hätte jetzt reingekonnt, aber... Lieber jetzt. Ja! Warten. Spring erstmal. Na, ja, genau darauf habe ich gewartet, aber ich... Ich dachte, der Hammer fliegt nicht so weit zu mir. Also, ich dachte, der Hammer landet ein bisschen weiter rechts. Deswegen habe ich ja auch da gewartet. Leck mich! Kriegst mich niemals lebend. Ihr merkt wahrscheinlich, was für einen riesigen Spaß ich an dem Spiel habe. Nein! Du Hund! Das erinnert mich aber jetzt irgendwie an Star Tropics. Ja, da gab es auch so eine Stelle. Nur gab es da keinen Mega-Maulwurf, sondern eine Felskugel. In Form einer Bowlingkugel, die einen ansonsten plattgewalzt hätte. Okay. Ich habe übrigens versucht, mich am hier Custom Dings da, Level Editor habe ich mich ein bisschen versucht, aber ich habe keine Ahnung. Tut mir leid, ich bin zu dumm dafür. Das muss mir irgendjemand mal in einem Call genau erklären, damit ich weiß, was zu tun ist, weil so verstehe ich es gar nicht. Ich habe es ein bisschen getestet, ja, aber selbst testen konnte ich es dann nicht wirklich, weil ich dafür zu blöd war. Weil ich konnte dann aus dem Test nicht mehr raus. Oh. Was? Hä? Wie soll ich denn... Das habe ich jetzt nicht verstanden. Weil ich habe jetzt nicht verstanden, wo ich da mich in Sicherheit wiegen kann. Vielleicht einfach durchrushen, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich meine, ich hätte es verstanden, wenn ich gesehen hätte, dass da irgendwo ein Safe Spot ist, aber ist er nicht. Zumindest habe ich ihn nicht gesehen. Schlechtes Level Design! Um dich mal zu zitieren. Okay, la 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 la. Das war etwas zu riskant, oder? Wow! Okay, nicht so riskante Sache machen. Ich hab Zeit. Da hat's geleckt wieder, aber diesmal war es nicht so schlimm. Ich war ja im freien Flug. So, da jetzt. Was ist mit diesen Blöcken eigentlich? Ich habe in den Editor gesehen, dass es, dass man diese Blöcke auch als Hintergrund verwenden kann, aber vielleicht ist es ja so gedacht. Ich versuch's mal. Das war ein falsches Timing. In meinem Kopf ging es gerade irgendwie anders. Egal. Gefehle muss ja auch mal sein. Achso, nee, Moment. Oh, scheiß Spiel. Scheiß Final. Scheiß Zuschauer. Um mal jemanden zu zitieren, der mir das vorwirft. Mhm. Weil er meint, hust, hust, ich rege mich in ausnahmslos jedem Spiel auf, in jedem Part, ich beleidige in jedem meiner Videos meine Zuschauer, ich beschimpfe sie als dumme Arschlöcher und so weiter und so weiter. Ganz im Ernst, eigentlich kann ich diese Person gar nicht mehr ernst nehmen, aber es regt mich trotzdem auf, weil es einfach nicht stimmt. Wenn die Person was behaupten würde, was stimmen würde, dann wäre ich nicht so giftig darauf. Aber nee. Mit solchen Leuten muss ich mich manchmal rumärgern, ganz im Ernst. Fällt es mir dann irgendwann mal schwer,
weiter Videos zu machen, wenn man sich denkt, ja, ich mache es für die Leute, aber dann im Endeffekt, wenn das die Reaktion der Leute ist. Nee. Jetzt. Aha, ich hatte recht. Okay, da unten. Ja, es war ein Motorboot. Okay, es ist ersichtlich von hier, das ist gut. Gutes Level-Design. Nee, ganz im Ernst, ob es jetzt ersichtlich wäre oder nicht, das wäre mir scheißegal. Ah, das wäre so ein Try... Das war ein bisschen zu nah. So ein Try and Error. Ich meine, es gibt ja auch in den Standardspielen, die es zu kaufen gibt, gibt es ja nicht immer gutes Design. Weil im Super Nintendo Spiel Asterix, du Drecksack, dich kill ich noch mit. So. Gibt's ja auch mindestens eine Stelle, die nicht ersichtlich ist. Weil da gibt's so ein Level, wo man in Rom ist, also der Circus Maximus, so hieß das damals. Wobei es eigentlich kein Zirkus war, es war eigentlich eine Arena für Wagenrennen und so weiter. Und Gladiatorenkämpfe. Oh ja, den Circus Maximus, den gab's tatsächlich. Wo bin ich jetzt stehen? Ja, da gab es so ein Level, was eben auf diesem Zirkus in gewisser Weise basiert. Nur eben quasi als Achterbahn, was irgendwie keinen Sinn ergibt, aber okay. Und diesen Achterbahn-Level, wo man teilweise mit Draisinen fährt und teilweise zu Fuß geht, springt man irgendwann aus der Draisine raus und muss dann quasi zur nächsten kommen, aber... Da muss man dann... Wow. Muss man dann eine Stelle... man muss quasi auf einen Block landen, der unterhalb des Bildschirmrandes ist. Also dieser Block ist nicht ersichtlich. Da kriege ich schon wieder ein Mistvieh. Hau ab. Ja, ich habe eine Fliegenklatsche da. Aber ich erschlag damit keine Tiere. Na gut, Fliegen ja, aber... Meistens schubse ich sie nur zur Seite, damit sie weg sind. Weil ich nicht mag, dass die da auf meiner Wand rumkriechen. Und dieser Circus Maximus, diese Stelle mit dem... Jetzt... Mit dem nicht ersichtlichen Boden, das ist nun mal so eine... Jetzt habe ich geschlafen. Das ist nun mal so eine Stelle, wo ich mir vorstellen könnte, dass Final sagt, schlechtes Level-Design! Würde ich ihm auch eventuell zustimmen. Ich meine, gut, ich kenne das Spiel, aber... Ist trotzdem nicht so intelligent. Bild ich mir das nur ein, oder hält die Fee ein Schwert? Es ist, glaube ich, ein Zauberstab. Okay. Ich fliege einfach gnadenlos durch. Ah, da. Ah, ich war... Bisschen zu hoch. Mist. Richtige Intuition, ja, aber ein bisschen zu hoch war ich. Das ist nicht so gut gewesen. Ja, das war auch nicht so gut meinerseits. Aber wenigstens ist es noch relativ am Anfang. Oder kommt das wieder? Hallo? Was ist jetzt? Dead End! Toll, ich wusste gar nicht, dass das Spiel ein Dead End haben kann. Ja! Final, du siehst, ich habe ein Dead End erzeugt. Musst du es überarbeiten? Komm. Boah! Scheiß drauf. Ist ja egal, welche Figur ich hier bin. So. Jetzt passt das mit der Fee wenigstens besser. Wow, bin ich dumm. Und Double auch gleich. Aber okay, ich habe ein Dead End gefunden. Seht ihr, das ist auch wieder so ein Vorteil, den man hat, wenn man Spiele blind spielt. Man entdeckt Dinge, die wahrscheinlich die Entwickler, oder in dem Fall jetzt Final, weil er da Spiele-Designer ist, nicht entdeckt haben. Oder nehme ich zumindest an.
Also ich glaube nicht, dass Final wusste, dass da ein Dead End ist, aber er kann es ja schreiben. Oh, schreibt es in die Kommentare. Haha. Ja, sorry, aber ich hasse solche Sachen. Ah! Das ist genauso wie das... Ach, vergesst nicht zu abonnieren, zu liken, vergesst nicht das Video zu teilen. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr von das und dies und jenes haltet. Ah! Wie sehr ich sowas hasse. Und das machen die großen YouTube-Kanäle alle. Das Problem ist, die Zuschauer, die die haben, die sind nun mal so blöd, weil sie es... Ja, wenn die großen Kanäle das nicht erwähnen, dann machen die Zuschauer das auch nicht. Das ist nun mal das Idiotische an der Sache. Da bin ich froh, dass ich zwar eine kleine Zuschauerschaft habe, aber eine intelligentere. Wobei ich sagen muss, dass bei manchen Leuten, die mich geguckt haben, wohl angemerkt, dass die offensichtlich auch nicht ganz so intelligent sind, wie ich es vermutet hatte. Ja, jetzt werde ich doch wieder beleidigend. Hahaha. Aber ich habe ja nur gesagt manche und ich habe keinen Namen erwähnt. Wow, das war die Strafe, dass ich es gesagt habe. Wenn ich Peach gewesen wäre, dann... Oh nee. Wenn ich Peach gewesen wäre, dann hätte ich mich eventuell noch retten können. Aber gut, so nach dem Motto, andere Leute verurteilen, weil sie gewisse Spiele mögen oder nicht mögen. Nicht wahr? Die Person guckt das ja eh nicht, aber trotzdem. Sowas regt mich nun mal auf. Ganz im Ernst, das ist eine dumme Einstellung, die ein Mensch nicht haben soll. Jemanden zu diskriminieren, nur weil er ein Spiel mag oder ein Spiel nicht mag. Ist mir schon oft genug passiert. Vor allem jetzt in letzter Zeit auch wieder, weil sich über mich lustig gemacht wird. Der mag Danganronpa, der mag den Novel. Na und, da bin ich nicht der Einzige. Habt ihr schon mal überlegt, dass Danganronpa eine mega Fanbase hat und dass ihr eigentlich zu den dass die Leute, die was so schreiben, eigentlich zu den wenigen Leuten gehören, die... Na gut, weniger vielleicht nicht. Sag mal 50-50. Zu der 50% gehören, die die Spielereihe nicht mag. Weil ich kann es nicht mit Mario oder Mega Man vergleichen. Weil Mega Man hat natürlich einen viel höheren Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad und Mario sowieso. Weil ich glaube, ich kenne keine Person, die kein Mario-Spiel mag. Also sagen wir es mal so. Ich kenne keine Person, die sagt, ja, ich mag absolut kein Mario-Spiel, egal ob Mario Bros. 1, 2, 3 oder World. Oder Mario World oder Mario 64 oder was auch immer. Die mag ich alle nicht. Kenne ich keine Person. Nee, kenne ich einfach niemanden. Ich meine, Mario ist ja so weltbekannt, selbst... Eine alte Oma, die irgendwo auf der Straße entlang geht, selbst die weiß, wer das ist. Sie weiß zwar nicht die genauen Details, von wegen, ach, er ist Klempner, rettet Peach und so weiter, aber sie weiß, ach ja, das ist Super Mario und der Typ rettet nun mal, ja, und der hat nun mal einen Videospielcharakter. Was er genau macht, das wissen Leute manchmal nun mal nicht. Man kann ja auch nicht alles wissen, aber... Dass allein schon quasi jede Person auf der Welt weiß, okay, das ist Mario und das ist eine Videospielfigur. Das sagt schon so einiges aus. Ich glaube, wenn die Leute fragen würden wegen der Zelda, also wenn man irgendwelche Leute fragen würde, ach ja, Zelda-Reihe oder Metroid-Reihe oder Mega Man-Reihe, das würden sie wahrscheinlich nicht wissen. Aber Mario, das ist einfach... Ich meine, er ist einfach die bekannteste Figur, die es gibt im Videospieluniversum. Das ist nun mal so. Da lässt sich nichts dran rütteln, das muss man nicht schön oder schlecht reden. Es ist nun mal die Wahrheit. Und tatsächlich bin ich mir jetzt sicherer, dass dieses Lied aus A Link to the Past ist. Zack. Oder? Terranigma? Ich weiß es nicht. Ich
kann dich zuordnen, ob das Lied aus Elektroid passt oder aus Terranigma ist. Weil jetzt glaube ich, dass es aus Terranigma ist. Wow. Wow, ich dachte, ich flieg rein. Ich habe für einen kurzen Moment einen Herzinfarkt bekommen. Genau wie jetzt. Wenn ich mir den Anfang des Liedes so anhöre, würde ich schätzen, es ist das Terranigma. Oh, Terranigma oder A Link to the Past, eins von beiden, aber ich bin mir zu... Wobei, lass mich kurz hören, das Lied. Ja, das muss aus Terranigma sein, oder? Ich bin mir zu 70% sicher, dass es das Terranigma ist. Die anderen 30% sind der Link to the Past. Ja, trotzdem bleiben mir beide Spiele nicht sonderlich in Erinnerung. Deswegen struggle ich auch. Weil beides sind für mich nur mal Spiele auf dem Super Nintendo, aber so wirklich in meinem Kopf bleiben sie nicht. Dafür sind sie für meinen Geschmack oder für meinen wirklichen Spielegeschmack zu schlecht. Sorry, ja, ich weiß. Aber eben nur für meinen Geschmack. Das spricht ja nicht für die Allgemeinheit, weil an sich sind es ja gute Spiele. Da sage ich ja nichts dagegen. In Bezug auf die Jahreszahl, aus der es kam. So, in welchem Jahr sie erschienen sind. Ich glaube, ich sterbe. Nee, gerade noch. Da haben sie schon ganz schön was zu bieten gehabt. Und ich glaube, wenn ich mit den Spielen aufgewachsen wäre, würde ich sie auch geil finden. Keine Frage, aber ich bin nun mal nicht damit aufgewachsen. Ich bin mit anderen Spielen aufgewachsen. Deswegen finde ich andere Spiele auch geiler als die. Okay, jetzt muss ich warten. Was ist das da links für ein Effekt die ganze Zeit? So ein Spiel, das ich zum Beispiel oft gezockt habe damals, war Banjo-Kazooie. Das ist mein... Oh, danke. Das ist zum Beispiel einer meiner All-Time-Favorites. So Kindheitsalter. Banjo-Kazooie, wie oft wir das gezockt haben. Boah, geil. Banjo-Tooie tatsächlich nicht so oft, weil, wie gesagt, wir konnten die vierte Welt nicht finden. Ewig lange. Erst nach etlichen Jahren haben wir sie gefunden. Ist das ein Scherz? Ach, danke. Die Drillinge. Okay. Luftschiff Luxus. Ich hatte... Für einen kurzen Moment habe ich überlegt, ob ich so raufgehen soll, weil ich dachte jetzt, das ist eher wie in Mario 3. Also, da gibt es ja auch so ein Schiff. Und das startet automatisch, wenn man es berührt. Aber gut, beim nächsten Mal machen wir Luftschiff Luxus, also die Hindenburg. Wo ist die Titanic? Haha, Feindes Lieblingsfilm. Okay, das war Super Mario Origins 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Seht euch.